Was weiß ich? Nur zu. Ich bin noch nicht so weit. Du kennst die Bedeutung einzelner Wörter, aber die Sätze machen für dich keinen Sinn? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute lernen wir 5 Sätze, die du unbedingt wissen musst. Diese Sätze sind nützlich im Alltag. Außerdem helfen sie dir, die Muttersprachler besser zu verstehen. Alle Beispiele aus diesem Video habe ich in einem PDF zusammengefasst. Den Link zum Herunterladen findest du unter dem Video. Und jetzt fangen wir an. Der erste Satz heißt: Was weiß ich? Was weiß ich? Dieser Satz bedeutet: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Zum Beispiel: Schatz, wann findet das Fußballspiel statt? Was weiß ich? Das Spiel interessiert mich gar nicht. Oder: Wie ist das Wetter nächste Woche? Was weiß ich? Nummer 2. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Mit diesem Satz betonst du, dass du für eine bestimmte Situation nicht verantwortlich bist. Du hast also keine Schuld daran, was passiert ist. Zum Beispiel: Warum hast du die Hausaufgaben noch nicht gemacht? Mein Computer ist abgestürzt. Ich kann nichts dafür. Diesen Satz kann man natürlich einer anderen Person sagen. Zum Beispiel: Du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür. Das ist also nicht deine Schuld. Ein Beispiel: Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ist schon in Ordnung. Der Zug hatte Verspätung. Du kannst nichts dafür. Nummer 3. Komm schon. Komm schon. Dieser Satz wird verwendet, um jemanden zu ermutigen oder zu überreden, etwas zu tun, etwas weiterzumachen. Zum Beispiel: Ich bin so müde, ich kann nicht mehr laufen. Komm schon, wir sind fast da, gib nicht auf. Das heißt, mach weiter, nur noch ein bisschen und du bist am Ziel. Noch ein Beispiel: Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Buch veröffentlichen soll. Komm schon, du hast so viel Zeit und Herzblut in diese Arbeit gesteckt. Herzblut bedeutet übrigens viel Leidenschaft und Liebe. Komm schon hat noch eine Bedeutung. Das ist eine nette Art und Weise, jemandem zu sagen, dass man ihm nicht glaubt. Zum Beispiel: Ich habe das C2-Niveau in Deutsch in nur 2 Monaten erreicht. Komm schon. Du glaubst mir nicht? Nur zu. Nur zu. Mit diesem Satz erteilst du deine Zustimmung oder Erlaubnis. Zum Beispiel: Kann ich mir dein Buch ausleihen? Nur zu, es steht im Regal. Noch ein Beispiel: Darf ich den letzten Keks nehmen? Nur zu, ich habe sowieso schon genug gehabt. Und der letzte Satz für heute: Ich bin soweit. Ich bin soweit. Oder: Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Dieser Satz bedeutet, dass man physisch oder mental auf etwas vorbereitet ist oder nicht. Zum Beispiel: Können wir losfahren? Ja, ich bin soweit. Ich habe alles eingepackt. Hier wird gemeint, dass die Person bereit für eine Reise ist. Noch ein Beispiel: Du datest deinen Freund schon seit 2 Jahren. Willst du nicht mit ihm zusammenziehen? Nein, ich bin noch nicht so weit. Hier meint die Person, dass sie mental für ein gemeinsames Leben mit ihrem Freund noch nicht bereit ist. So, wir sind schon am Ende des Videos. Welcher Satz hat dir am besten gefallen? Schreib dein Beispiel mit diesem Satz in die Kommentare. Wenn du alle Sätze und Beispiele wiederholen möchtest, lade doch mein PDF herunter. Den Link zum Herunterladen findest du unter dem Video. Und wenn mein Video für dich nützlich war, gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Danke, dass du dabei warst. Mach's gut und bis bald.